Tatsächlich, das ist was, was ich wirklich durchgezogen habe. Bin ich auch wahnsinnig stolz drauf. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen im neuen Jahr. Denn wenn ihr das seht, dann ist heute hoffentlich der 1. Januar. Ich sage hoffentlich, weil ich hoffe, dass ich es bis dahin geschafft habe, das Video auch zu schneiden. Denn ich nehme es extra heute am 25. Dezember auf, aber da ich auf Urlaub fahre, will ich hoffen, dass entweder dort das Internet sehr gut ist, damit ich das in den letzten Endzügen dann noch machen kann, oder dass ich es schaffe, alle Videos vorzubereiten, bevor ich in den Urlaub fahre. Aber jetzt seht ihr ja das Video, also ich habe es irgendwann dann ja mal hoffentlich geschafft. Aber darum soll es auch überhaupt nicht gehen. Wie ihr im Titel wahrscheinlich bereits gelesen habt, machen wir heute eine kleine Reaction auf mein Vorsätze-Video, was ich Ende des Jahres 2021 für das Jahr 2022 gemacht habe. Wer meine Vlogmas-Vlogs verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass ich das jetzt schon eine Weile in Planung hatte. Ich bin dadurch, glaube ich, mit meinem Q&A, was ich gemacht habe, darauf gekommen, dass das eigentlich keine so schlechte Idee wäre. Und jetzt dachte ich mir, warum nicht? Ich habe mein iPad hier auch schon positioniert, werde ganz oldschool Kopfhörer mit sogar einer Schnur verwenden. Aus dem einfachen Grund, weil meine Wireless-Kopfhörer nicht auffindbar sind. Deshalb greifen wir jetzt auf diese fast schon altertümlichen Kopfhörer zurück und dann hätte ich gesagt, starten wir auch schon rein. Ich habe so eine Art Video auch schon mit einem Halloween-Tutorial von mir gemacht, von, ich glaube, dem Jahr 2016, 17 oder sowas, verlinke ich euch mal hier oben. War ein bisschen cringy, das Ganze anzuschauen, aber es ist irgendwie immer wieder lustig, wie man sich so verändert hat. Und da ich für dieses Jahr tatsächlich so gar keine Vorsätze habe, habe ich mir gedacht, machen wir es eben diesmal ein bisschen anders. Und statt dass ich euch erzähle, was ich für Vorsätze für nächstes Jahr habe, gucke ich einfach mal, ob ich sie dieses Jahr überhaupt erfüllt habe. Weil was bringt es überhaupt, neue Vorsätze zu haben, wenn man die alten potenziell noch gar nicht erfüllt hat? Deswegen hätte ich gesagt, wir schauen gleich mal rein. Und los geht's! Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Was, Jahr noch neigt echt sich lange dem Haare? Ende zu Krass. und deswegen wollte ich mal ein Video drehen, das ich, glaube ich, so in der Art noch nie gefilmt habe. Und zwar wollte ich mit euch meine Jahresvorsätze für das nächste Jahr besprechen. Ich bin mir nie sicher, ob ich so der Typ dafür bin, dass ich mir wirklich was Explizites vornehme für das nächste Jahr, das ich erreichen möchte. Bin ich anscheinend wirklich Aber überhaupt ich habe nicht. vor ein paar Tagen mit Freundinnen in so einer netten Quatsch- und Kekse-Ess-Aktion Vision Boards gebastelt für das kommende Jahr, um so ein bisschen, ja, zu visualisieren, was ich machen möchte. Es geht nicht mal unbedingt darum, was ich erreichen will, sondern einfach so ein paar Anhaltspunkte, bei denen es jetzt aber auch nicht gravierend ist, wenn ich da irgendeinen bestimmten Meilenstein nicht erreiche. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Das ist tatsächlich auch immer noch so. Ich habe zwar jetzt wirklich keine expliziten Vorsätze für das nächste Jahr, aber es sind einfach so ein paar Sachen, an die ich denken möchte. Also ich möchte mir einfach den Druck nicht machen, etwas erreichen zu müssen. Es gibt Leute, denen bringt das total viel. Die brauchen potenziell den Druck, um voranzukommen und um sie zu motivieren. Aber bei mir ist das in vielen Dingen leider eher kontraproduktiv. Deswegen würde ich das gerade bei solchen Meilensteinen eher nicht zwingend machen. Natürlich, man kann sich was vornehmen und gerade in der Selbstständigkeit ist es auch wichtig, weil ohne einen gewissen Rhythmus etc. funktioniert das ohnehin nicht. Aber es muss nicht immer alles so zwanghaft sein, finde ich. Und ich habe mir gedacht, ich teile das gerne mal mit euch und vielleicht ist ja die eine oder andere Sache dabei, wo ihr denkt, dass ihr euch auch damit identifizieren könnt. Und dann möchte ich euch einfach so einen kleinen Anstoß quasi geben, dass ihr das vielleicht auch überdenkt, wenn ihr dann ins neue Jahr rutscht. Ich habe hier meine Liste liegen und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der allerersten Sache. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich gerne in diesem Jahr, was jetzt auf uns zukommt, also 2022, krass eigentlich, wenn man das so vor Augen hat, so viele Zweier. Wow. Ich möchte So viele mehr Zweier. selber machen. Und das ist jetzt Oje. vielleicht irgendwie so ein bisschen komischer Begriff, aber mir ist irgendwie keine bessere Bezeichnung dazu eingefallen. Und mir fällt bis jetzt auch keine bessere Bezeichnung dazu ein. Ich weiß schon, was ich damals damit gemeint habe. Vergangenheit Sophie wird uns das auch gleich nochmal genauer erklären, aber ich will ja nicht spoilern. Ich glaube, das habe ich dieses Jahr tatsächlich richtig verkackt, außer jetzt gegen Ende, wo ich mir so mein kleines Büro gebaut habe.
Aber gucken wir doch, was ich denn vorgehabt hätte. Was es aber beinhaltet, ist zum Beispiel, dass ich mehr wieder renovieren und so selbst in die Hand nehmen möchte. Falls ihr mich schon länger verfolgt, dann habt ihr mitbekommen, dass ich vor ziemlich genau einem Jahr umgezogen bin in eine Wohnung, wo ich erstmal über Monate sehr, sehr viel renoviert habe und eben sehr viel Hand angelegt habe, um sie so ein bisschen zu meinem Eigenheim zu machen. Und nachdem dann so das Gröbste geschafft war und ich dann aber auch wieder ziemlich viel mit anderen Dingen zu tun hatte, ist das so ein bisschen eingeschlafen und Teile dieser Wohnung sind eben noch nicht ganz renoviert oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum Beispiel auch mein Schlafzimmer. Da habe ich auch während meiner Vlogs immer wieder erwähnt, dass ich da gerne noch was ändern möchte. Zum Beispiel die Wandfarbe und lauter so Dinge. Und deswegen möchte ich mir jetzt für das kommende Jahr vornehmen, mir wieder so ein bisschen mehr Zeit für diese Dinge zu nehmen, um es mir ein bisschen wohnlicher und gemütlicher in meiner Wohnung zu machen. Und gerade durch den x-ten Lockdown verbringe ich ja wirklich so viel Zeit hier, dass ich mich einfach wieder wohlfühlen möchte. Gut, da muss man aber auch dazu sagen, Ende 2021 war es aber nun mal auch einfach so, dass noch viel Lockdown war. Das ist dann mit Beginn 2022 weniger geworden, beziehungsweise war dann eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann der letzte offizielle Lockdown war. Aber eben ein großer Punkt war, dass ich es mir vor allem deshalb wohnlich machen wollte, weil ich so viel zu Hause war. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so der Fall. Deswegen ist es in meiner Prioritätenliste auch so ein bisschen nach unten gewandert. Beziehungsweise wenn ich hier Zeit verbracht habe, dann war es eben auch hauptsächlich um zu arbeiten von zu Hause aus. Und da war es mir eben jetzt, also das war vor allem jetzt gegen Ende des Jahres und da war es mir dann eben wichtig, dass ich mir einen Arbeitsplatz schaffe. Das war jetzt weniger wichtig, dass ich mir ein super gemütliches Schlafzimmer baue. Ja, natürlich, das ist als Rückzugsort für mich auch sehr wichtig und es steht immer noch quasi auf meiner Liste, aber es hatte definitiv in diesem Jahr keine Priorität. Dementsprechend ist das Projekt leider so ein bisschen eingeschlafen. Aber nachdem ich mich inzwischen endlich für eine Wandfarbe entschieden habe und ja jetzt auch meinen Schreibtisch etc. rausbuxiert habe und jetzt dort wirklich nur noch ein Schlafplatz ist, ich meine gut, es ist immer noch ein bisschen Arbeit drinnen, weil mein Sessel, der Ohrensessel, den ihr alle kennt von meinen Community Story Videos und den man auch hier noch im Hintergrund sieht, der befindet sich tatsächlich im Schlafzimmer, aber ich, so wie ich gerade das Schlafzimmer potenziell umstellen möchte, wäre er wahrscheinlich so abgegrenzt vom Bett- und Schlafbereich, dass das nicht so stark auffallen würde und dass das vielleicht wirklich nochmal mehr Arbeitsbereich wäre und Schlafbereich wirklich Schlafbereich. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal, wenn ich es endlich schaffe, mir die Zeit zu nehmen, denn das muss ich in dem Fall wirklich explizit nehmen, um das alles umzumodeln. Aber ich weiß nicht, wann das sein wird, vermutlich erst in den Februar, März hinein. Und auch da könnte es potenziell problematisch werden. Ich werde aber, falls euch das interessiert, alles mit der Kamera festhalten. Nachdem die Reaktion auf mein Mini-Makeover im Wohnzimmer gut angekommen ist, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch cool ist, wenn ich das mit den Vlogs mitnehme. Und ja, sonst hätte ich gesagt, schauen wir mal hier weiter. Und neben dem Schlafzimmer ist zum Beispiel auch so ein anderes Projekt, was ich angehen möchte, dass ich mein... Die Werbung haben wir mal geskippt. Kallax-Regal so ein bisschen neu designen will. Ich würde da gerne Türen anbauen, damit man das einfach schließen kann und das ein bisschen aufgeräumter ist. Und lauter solche Kleinigkeiten. Also zum Kallax-Regal bin ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das war irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, das wäre super cool und es ist generell eine coole Idee, aber nachdem ich das Regal ja jetzt auch wieder als Raumtrenner verwende, bin ich sehr froh, dass da keine Türen befestigt sind, weil sonst würde ich an die Sachen nicht rankommen. Dementsprechend, ja, ich bin dann irgendwie von dem Gedanken wieder abgekommen und wie gesagt, jetzt im Nachhinein auch relativ froh drüber. Das sind alles Dinge, die ich mir letztes Jahr schon vorgenommen habe und irgendwie nicht auf die Reihe bekommen habe und deswegen gehe ich das einfach jetzt für dieses kommende Jahr dieses an. Kommende Jahr habe ich Wenn nicht gemacht. Ihr dazu irgendwelche Videos haben möchtet, dann lasst mich das sehr gerne in den Kommentaren wissen. Also wenn ihr, ich habe es ja schon angekündigt, was ihr in die Richtung sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Aber ich verspreche hier nichts offiziell, weil sonst sitzen wir genau nächstes Jahr wieder hier und ich sage, ups, habe ich nicht gemacht. Naja, blöd gelaufen. Zum Kallax-Regal werde ich auf jeden Fall was machen. Und wenn ihr irgendwas von einem anderen Projekt mitbekommen
wollt, dann lasst es mich, wie gesagt, gerne wissen. Und wenn wir schon so ein kleines bisschen beim Thema Pandemie sind, eine Sache, die ich am Anfang des Ganzen sehr gut durchgezogen habe und aber so das restliche Jahr komplett habe schleifen lassen, ist das Thema Sport. Das ist echt so ein leidiges Thema, weil grundsätzlich bin ich ein riesen Fan von Sport. Ich mache das total gerne zum Ausgleich, aber es ist immer wieder schwierig, sich dafür zu motivieren, vor allem jetzt, wo die Fitnessstudios ja immer wieder geschlossen und dann wieder nicht sind. Tatsächlich, das ist was, was ich wirklich durchgezogen habe. Bin ich auch wahnsinnig stolz drauf, aber ich habe es geschafft, das erste halbe Jahr wirklich super, super regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Vor allem im Sommer war ich eigentlich fast die ganze Woche dort. Ich hatte meistens ein oder zwei Off-Days und habe dann wirklich abwechselnd Upper-Lower-Body gemacht und dazwischen etwas Cardio und habe es wirklich geschafft, das regelmäßig in meinen Alltag zu integrieren. Leider jetzt so in Richtung Herbst und Winter hatte ich so viel zu tun, dass es sich nicht mehr gut in das Ganze integrieren ließ. Aber es ist auf jeden Fall für das kommende Jahr auch wieder eine große Priorität für mich, das besser in meinen Alltag einzubauen. Früher war ich eben dann so um 22 Uhr bis Mitternacht Sport machen. Das packe ich jetzt gerade nicht, weil ich meistens bis ungefähr so spät arbeite teilweise. Dementsprechend müsste ich das wahrscheinlich mehr in den Vormittag integrieren und da muss ich noch gucken, wie groß meine Motivation dann ist. Langsam echt den Überblick verloren, wann ich Sport machen darf und wann nicht. Und wie gesagt, das frustriert mich ziemlich. Deswegen habe ich mir Motivation für den Sport gesucht. Gut, diese Motivation ist in Form eines Placements, was wir jetzt einfach mal kurz überspringen. Ihr wisst aber, dass ich ja weiterhin mit Ocean Spa zusammenarbeite, also gar nichts gegen diese Marke, ganz im Gegenteil. Ich trage deren Sachen weiterhin, nicht nur zum Sport, sondern auch zum Chillen sind die Sachen super gemütlich. Keine Platzierung in dem Fall hier jetzt, das hat alles damit nichts zu tun. Aber machen wir mal weiter mit dem nächsten Punkt. Wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, habe ich Vlogmas gemacht, so wie auch letztes Jahr schon. Und nachdem ich davor eine etwas längere Vlogging-Pause gemacht habe, weil es sich irgendwie nicht mehr so gut in meinen Alltag integrieren ließ. Aber jetzt, dadurch, dass ich das wieder so regelmäßig gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es mir doch deutlich abgegangen ist und dass ich das wieder so ein bisschen regelmäßiger machen möchte. Und das habe ich tatsächlich auch geschafft. Auch Anfang des Jahres besser als dann jetzt gegen Schluss. Dafür habe ich das Gefühl, habe ich das mit Vlogmas wieder sehr gut aufgeholt. Aber ich hatte so Mitte des Sommers bis eben kurz vor Vlogmas leider eine Phase, wo ja, ich so gut wie nichts filmen konnte, einfach weil mein Alltag so getaktet und gestresst war, dass ich gar nicht wusste, wann ich euch da mitnehmen soll. Allerdings waren das auch alles Themen, die jetzt nicht unbedingt auf YouTube gehören, sonst hätte ich das auch gemacht, aber es war jetzt viel Arbeit und sehr wenig Privatleben, deswegen habe ich versucht, euch ja zum Beispiel auch in meinen Urlaub mitzunehmen, das habe ich ja gemacht, beziehungsweise die Urlaubsvorbereitungen. Und ja, immer wieder, wenn sich halt sowas ergeben hat, das ist tatsächlich auch was ich sehr, sehr gerne mache. Ich sage es aber auch jetzt gleich, also in den Thermenurlaub, tut mir leid, nehme ich euch nicht mit. Das ist ein reiner Entspannungsurlaub. Aber ich glaube, das ist auch nicht sonderlich spannend für euch. Also wenn es dann vielleicht nochmal in den Skiurlaub gehen sollte dieses Jahr, dann würde ich euch mitnehmen, weil das ist dann ein bisschen mehr Action und wirklich Skifahren und Sport und ja, cool und tendenziell auch mit Freunden. Aber dieser Thermenurlaub jetzt, diese paar Tage, das ist reine Entspannung und da möchte ich am liebsten wirklich nicht eine Millisekunde an Arbeit denken. Also das mal so nebenbei. Also ich würde schon behaupten, dass ich es geschafft habe, diesen Vorsatz umzusetzen. Ich müsste mal nachzählen, wie viele Vlogs es dann dieses Jahr tatsächlich geworden sind. Aber ich glaube, allein eben auch dadurch, dass ich die Kamera dann hatte, die um einiges einfacher war als meine normale Kamera quasi, mit denen ich zum Beispiel auch die Community-Videos drehe etc., dadurch, dass die so schwer ist, ist das halt mit der Vlogging-Kamera viel cooler. Ich drehe übrigens gerade mit der Vlogging-Kamera, weil das Schlafzimmer gerade eine kleine Baustelle ist und eine Katastrophe. Und deswegen habe ich mich hier positioniert mit meinem Weihnachtsstern. Für alle, die sich vielleicht gewundert haben, also ist das Licht halt gerade viel besser. Egal, machen wir weiter. Und deshalb habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, wieder mehr zu vloggen und so ein bisschen mehr aus meinem Alltag festzuhalten. Zum einen für mich selbst, weil ich das auch gerne mir anschaue und zurückblicke auf das Ganze. Dann natürlich auch für euch, weil es einen netten Unterhaltungsfaktor bietet und ich da ja auch immer wieder Themen bespreche, die ich jetzt in so gesetzten YouTube-Videos nicht unterbringe.
und tatsächlich auch so ein bisschen für Freunde und Familie, die außerhalb von meiner engeren Umgebung leben. Ich glaube, das habe ich auch in einem Blog jetzt letztens bei Blogmas angesprochen, dass es eben ein paar Freunde und auch teilweise Familie gibt, die in Deutschland, in der Schweiz etc. leben und mich eben leider nicht so regelmäßig sehen, sei es, weil ich sie nicht besuchen kann oder weil sie keine Zeit haben, mich zu besuchen. Und das ist dann tatsächlich sehr lustig, wenn die mir eben erzählen, ja, und ich habe dein Video geguckt und das ist so schön, weil man hat das Gefühl, man quatscht irgendwie miteinander und man tauscht sich irgendwie aus, selbst wenn wir uns eben nicht live sehen. Und es ist irgendwie so nett, weil man trotzdem in Kontakt steht, auch wenn man das gerade vielleicht nicht so regelmäßig schafft. Ich kann ja auch nicht täglich mit denen telefonieren oder so, auch wenn ich das wahnsinnig gern würde, aber geht sich halt einfach im Alltag nicht wirklich aus. Aber ja, deswegen finde ich es umso schöner, dass das irgendwie so funktioniert. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass ich die auch regelmäßig in Form von Videos sehe. Aber das ist halt leider nicht der Fall. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und dieser Punkt beinhaltet, dass ich gerne mehr mit euch interagieren würde. Das ist auch was so sich über das letzte Vierteljahr ungefähr eingespielt hat, dass ich irgendwie mehr Kontakt hatte mit den Kommentaren. Ich habe zum Beispiel ja dieses Format auf YouTube, das sich nennt Dating Community Stories. Und das ist tatsächlich was ich echt liebe. Also ich sehe es ja jetzt auch unter meinen Blogs und gerade auch unter den eben genannten Community Stories ist eine wirklich schöne Community gewachsen, mit denen der Austausch so regelmäßig ist und ich mich immer wieder total freue, von euch zu lesen und eure Meinung dazu zu erfahren. Und das ist halt echt, ja, das macht mich jedes Mal total glücklich und es spornt mich auch an, regelmäßig diese Videos hier zu machen. Ich mache ja tatsächlich schon relativ lange YouTube. Allerdings habe ich immer wieder Pausen auch dazwischen gehabt und der Grund, weshalb ich es dann oft auch nicht regelmäßig gemacht habe, war, weil nicht so viel Resonanz kam. Und tatsächlich jetzt seit über einem Jahr inzwischen ist so regelmäßig Resonanz da, dass ich mich jedes Mal total freue, weil ich mir denke, ich mache es nicht einfach so, sondern da ist jemand, der sich auch darüber freut, mich zu sehen und meinen Content zu sehen. Und das finde ich einfach total schön und deswegen freut es mich eben auch, auf euch einzugehen und auf das, was ihr gerne sehen möchtet. Und ich glaube, das war eben auch das, was ich damit sagen wollte. Ich habe entsprechend eben auch versucht, auf eure Wünsche einzugehen und habe mal das eine oder andere Video gemacht, wo ich zum Beispiel Influencer-Produkte getestet habe oder eben dann mehr gevloggt habe. Die Community-Stories sind da jetzt wirklich ein regelmäßiger Teil dieses Kanals. Die kommen jeden Samstag. Und es würde mich total freuen, da auch mehr in diese Richtung noch zu machen. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge für mich habt, dann lasst mir das sehr gerne in den Kommentaren da. Ich habe zum Beispiel auch jetzt über Vlogmas hinweg, weil das sehr angefragt war, eigentlich durchwegs ein Q&A gemacht, wo ich ständig irgendwas von mir erzählt habe. Das finde ich einfach alles total schön. Da könnte man vielleicht auch irgendwie ein halbwegs regelmäßiges Format oder so machen, außer ihr möchtet das eben auch gerne weiter in Vlogform haben. Aber sonst könnte ich mich da auch hinsetzen und so Tea-Time-mäßig irgendwie mit euch quatschen, vielleicht auch so Koma-Kasten-mäßig, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch beschäftigen, weil auch diesbezüglich, gerade auch in Kombi mit den Community-Stories, kommen immer wieder Fragen, zum Beispiel zu Beziehungsproblemen oder generell Problemen im Alltag. Da könnte ich mir vorstellen, dass sich da auch ein sehr cooles Format daraus entwickeln lassen könnte. Also wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne. Wo ich ja wirklich sehr, sehr viel Austausch mit euch habe. Und genau das ist es, was mir auch neben dem Vloggen mit am meisten Spaß macht. Und das werde ich auf jeden Fall weiterführen. Ich habe da so viele Stories von euch, dass ich gar nicht mich entscheiden kann, was ich als nächstes erzähle. Und das finde ich so, so toll. Und genauso soll es sein. Deswegen, ja, lasst mich gerne wissen, was ihr sonst noch so sehen möchtet von mir. Ich finde es total schön, da so im Austausch zu stehen und ein bisschen Feedback zu kriegen, was ich denn sonst noch für Content erstellen kann. Auch auf Instagram habe ich inzwischen so viele Leute, die mir ihre Meinung zu bestimmten Dingen schreiben. Und das finde ich wirklich toll. Es liegt mir sehr am Herzen, da eben mich so auszutauschen. Und ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und der ist irgendwie so ein typischer Punkt, finde ich, für solche Vorsätze. Und zwar ist das, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit für mich selbst nehmen möchte. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil ich, finde, das ist so ein bisschen Interpretationssache, wie jeder das für sich gestaltet. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der selbst in Gesellschaft sich gut Zeit für sich selbst nehmen kann, wenn das von anderen Leuten akzeptiert wird. Also ich kann mich eigentlich sehr gut zurückziehen, wenn man mich lässt. Und ich bin aber leider ein extremer People-Pleaser. Ja,
Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe aber, das muss ich schon sagen, eben in Bezug auf People Pleaser, dieses Jahr mich sehr gut abgrenzen gelernt. Also sonst war ich wirklich ein Mensch, der versucht hat, es immer allen alles recht zu machen. Das ist dieses Jahr schon massiv zurückgegangen. Ich habe durchaus auch auf meine eigenen Bedürfnisse gehört und bin einfach auch ein Stück härter geworden, weil man kann es nun mal nicht allen Leuten recht machen. Das ist etwas, was einem irgendwann schmerzhaft bewusst wird. Man kann nicht allen gefallen und man kann einfach nicht für alle das Christkind oder Wunschbund spielen. Dementsprechend, das war ein definitiv wichtiges Learning für mich, vor allem auch die letzten Monate tatsächlich. Und ich habe durchaus das Gefühl, dass das etwas ist, woran ich sehr gewachsen bin. Kann auch sein, dass ich wirklich so ein bisschen abgehärtet bin, aber ich glaube, so eine gewisse Härte braucht man einfach im Laufe des Lebens. Heißt ja nicht, dass man empathielos ist oder ja, sich nicht mehr auf andere einlässt oder nicht mehr auf die Bedürfnisse von anderen, ganz im Gegenteil. Man lernt nur einfach, die Waagschale zu halten zwischen ich tue das, was allen gut tut, aber auch das, was mir gut tut. Und ich bin einfach jemand, der schnell dazu neigt, mehr in Richtung Bedürfnisse von anderen zu gehen als meinen eigenen. Und meine eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Und ich glaube, das ist inzwischen halbwegs gut ausgelastet. Das war es tatsächlich jetzt auch mit meiner Reaction. Im Endeffekt, habe ich eigentlich bis auf das DIY-Projekt, würde ich jetzt mal behaupten, sehr viel von dem umgesetzt, was ich vorgehabt hatte. Wie gesagt, für das Jahr 2023 nehme ich mir mit Absicht jetzt nichts Großes vor, hauptsächlich um dann auch nicht sagen zu müssen, so, oh Gott, ich habe es schon wieder nicht gemacht. Aber ich glaube, es muss auch einfach nicht sein. Wir können auch einfach mal in ein Jahr starten, ohne große Erwartungen und ohne, dass man sich selbst unter Druck setzt. Und mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt frohen Mutes in das neue Jahr und ich hoffe, dass sich für euch alles erfüllt, was ihr euch wünscht. Wenn ihr mir gerne eure Vorsätze für dieses Jahr in den Kommentaren hinterlassen wollt, dann tut das sehr, sehr gerne. Was habt ihr für Wünsche, Ziele etc.? Und dann hätte ich gesagt, ich verlinke euch hier seitlich noch zwei meiner letzten Videos. Da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren und ich freue mich auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und die kleine Glocke aktiviert. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen 1. Januar und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!